Aber da oben müsste doch ein Gegner sein. Alter, der hat mir richtig viel Leben abgezogen, aber. Ey, wo kommt der Bulle denn? Ach, ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab. Ich hau jetzt einfach ab. Aber die Bullen sind schon alle hier, ey. Scheiße. Look me going, Alter. Move, homie. Das sagen die Passanten. Ich muss noch zu Fitnessstudio, damit ich mir noch ein paar Muskeln aufbauen kann. Es ist ja nämlich so, dass ich Muskeln verliere. Und ich muss mich erstmal satt essen. Genau. Damit ich kein Leben verliere. Und damit mir auch dadurch keine Muskeln halt verliere. Also, ihr wisst ja Bescheid. Ihr wisst ja Bescheid. So, und jetzt haben wir die Mission geschafft. Hey Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. Und dafür mussten wir ein paar Leute töten. Das war jetzt wirklich nicht zu erwarten, finde ich. Weil, warum sollte man denn für einen gefälschten Chip, bitteschön, mindestens 10 Leute umbringen? Aber gut, die waren ja auch bewaffnet und das war auch nicht gerade gut von denen. So, wir fahren ja mal jetzt zum Fitnessstudio. Zum Fitnessstudio, damit wir wieder Muskeln aufbauen können. Aber erstmal muss ich zu dem Fitnessstudio hinfahren, ja. Also, ja. Und dann mache ich einen Schnitt, nachdem wir im Fitnessstudio alles gemacht haben. So. Alter, mein Ohr tut ein bisschen weh. So, hier. Machen wir mal 100 Kilo. Der packt das schon, locker, ey. Komm, du packst das schon. Ah, das war ganz leicht. Siehst du? Der schafft da locker. Was hab ich euch gesagt? Komm! Ah. Nochmal noch ein paar Wiederholungen und schon ist er wie ein Muskelberg. Muskelberg, also. So, nochmal. Und nochmal. Und. Ach, nochmal. Okay. Okay. Das reicht jetzt, okay. Das reicht jetzt. Okay. Wir haben jetzt volle Muskeln und Kondition. Zack, zack, zack. Wir können ja auf diese Hanteln da draufhauen. Bam. Ach, Hanteln meine ich. Sandsäcke. Lol.
Jetzt mach ich euch alle fertig, Alter. Take me on, partner. Get out of the way. Bam. Idiot. Den habe ich jetzt einfach mal just for fun umgebracht. Are you a cook? Wir könnten ja jetzt doch eigentlich noch eine Mission machen, ne, bevor ich einen Cut mache. Also ich möchte auch, soweit es geht, geht das dann auch mal zu Ende bringen. Also es war knappe ein Jahr schon vergangen, also beinahe ein Jahr. Meine Güte. Ey, da bin ich gar nicht gefahren, ey, hier. Hier. Überhaupt nicht. Hier sieht es doch mal mehr als reich aus. Jetzt knall ich schon wieder gegen den Palm, ey, das gibt's doch gar nicht. Boah, sieht das fantastisch aus. Ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe GTA San Andreas 100 Mal bestimmt durchgespielt, aber ich habe diese Stelle nie gesehen, ey. Ohne Scheiß. Mann, der kann da leider nicht drüber fahren. Mano, wir haben da keine Rampe. So. Fahrt jetzt schneller. Lol, der fährt gar nicht schneller. Außer Kontrolle, Verfolgungsjagd. Zack, ich verletze euch alle. Boah, diese Mission hasse ich, ey, Leute. Diese Mission hasse ich einfach. Bei dieser Mission müssen wir den Taxifahrer spielen. Bestes Beispiel wäre natürlich Niko Bellic in GTA 4. Und, ja, diese Mission mache ich auf jeden Fall noch. Also Moment, ich speichere nochmal ab, damit ich jetzt alles mal fertig habe. So, Don Peyote. Hallo, wer am I speaking to? It's CJ. Hey, Truth, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best start looking for them up there. So. Wir brauchen ja auch eine schnelle Karre. Und dieser Geländewagen ist bestimmt schnell. Damit fahren wir mal. So, diese Fahrt ist ziemlich lang und da es ein bisschen langweilig wäre, wenn ich nicht rede, würde ich sagen, ich suche mir mal ein paar Themen aus. Zum Beispiel das Thema, worüber wir reden könnten, ist
Genau. Let's Player, die am Release-Tag hochladen alles. Das finde ich auch ziemlich scheiße. Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist ja natürlich der Zock Commander. Der macht also Geheimakte Sam Peters. Und da er es ja am Release-Tag hochgeladen hat. Ja genau, da er es am Release-Tag hochgeladen hat. Denkt man sich natürlich so, okay, man bekommt dann sehr viel Aufsehen und so. Das ist auch ziemlich toll. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Jeder möchte auch gerne Klicks haben, Klicks. Jeder. Also man macht sich die Arbeit, man rendert und so, man macht alles Mögliche. Man opfert seine Zeit sozusagen. Und man möchte auch ein paar Klicks mehr, wenn man jetzt am Release-Tag hochlädt. Und dann kommt auch noch eine größere YouTuberin namens Trash Tasmani und sie macht dann erstmal also Zock Commander macht vor 3 Tagen früher dieses Let's Play und danach nach 3 Tagen kam dann Trash Tasmani. Sie hat dann ihr erstes Video von GTA, also Geheimakte St. Peters hochgeladen und dann erscheint Trash Tasmani direkt in den ersten Seiten. Also direkt. Und ich kann das einfach nicht verstehen, warum das eigentlich bei den größeren YouTubern so ist. Also dass sie halt besser gefunden werden. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Wirklich. Also sie nehmen unsere Chance deutlich weg, das muss ich ehrlich zugeben. Deshalb werden ja auch die kleineren YouTuber überhaupt nie erfolgreich. Unter anderem ich auch. Und Zock Commander. Aber ich hoffe irgendwann mal ist der Durchbruch. Weiter geht's. Hey, anybody out here? True sitting. Hey, over there. Hey, man, you all right? Kin' hell. I'm fucking hanging. Stone me, bloody crows. Where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I've told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidda. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Ventura. Sweet? All right. Fuck off, String. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Okay, ihr beiden seid meine Crew. Und gut, dass ich einen Geländewagen geholt habe. Sonst müsste ich noch einen viertürigen Wagen holen. Boah, Gott sei Dank. Komm, Paul und Macca. Nein, 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 nein. Okay. Boah, knapp. So, where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. We can go check it out. You look as pale as a drowned baby, man. Oh God. I think I'm gonna chuck. P, what you need is some food down here. A fried egg sandwich. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis.
I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a-fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns.